grüß euch von dem gerechten Innsbruck. Heute sind wir das zweite Mal innerhalb von ein paar Tagen da beim Sozialamt. Da haben wir sehr was Erfreuliches zu vermelden. Jetzt ist es fix. Da kommt jetzt eine Sicherheitsschleuse hin, die wird da installiert und zwar sehr zeitnah. Die soll also nächste Woche schon in Betrieb gehen. Zwei Mitarbeiter der MÜG werden die betreuen. Damit ist gewährleistet, dass da drinnen die Bediensteten in Sicherheit arbeiten können. Wir finden, dass das sehr, sehr gut gemacht worden ist und vor allem sehr schnell. Wir bedanken uns recht herzlich beim Herrn Bürgermeister, beim Herrn Vizebürgermeister, aber auch beim Leiter der MÜG, den Herrn Elmar Rizzoli, dass das so schnell umgesetzt worden ist. Weil das ist sehr, sehr wichtig, dass man einfach Probleme, die aufgezeigt werden, schnell möglichst und bürgernah umsetzt. Und jetzt könnte man sich vielleicht noch überlegen, in weiterer Hinsicht bei anderen Abteilungen des Stadtmagistrates auch noch einmal zu erheben, ob da Sicherheitsmängel vorliegen und die vielleicht beheben. Auf alle Fälle, wir freuen uns sehr, dass das schnell gegangen ist. Auch im Dank, danke natürlich auch von den Mitarbeitern soll ich übermitteln. Macht es gut, Servus Innsbruck, sehr zufrieden und Servus Tirol.